findet keine Hilfe mehr. Wir werden angegriffen! Angriff! Ich setze die Segel! Bis zum nächsten Mal! Ich muss mich in die Brut zurückziehen. Okay. Hat doch funktioniert. Oh, jetzt langsam lichtet sich das Feld wieder, ey. Oh Gott sei Dank, die Schwertschmiede sind wieder funktionsfähig, ey. Oh Gott sei Dank. Ja, Leute, wir sind nicht mehr ganz wehrlos. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt, überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Lass doch du nicht so abschießen, Mensch. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Verstanden. Ei. Okay. Hauptsache die ganzen streikenden Siedler fangen an, das zu reparieren. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Hoch. Beschützt dies! Nächste Einheit. Okay, also ich merke schon, das tut immer vor und nach der Regenzeit speichern. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Wir haben es geschafft. Wir haben die streikenden Siedler so gut wie weggekriegt. Okay. Den Dieb habe ich jetzt zwar schon mal da. Was? Siedler mit? Oh Gott. Wir werden hier alles andere als nett behandelt. Ah, scheiße, nein, warte. Ich brauche keine Weber tatsächlich, aktuell zumindest nicht. Okay. Es wäre auch auf jeden Fall ganz lieb, wenn langsam sicher der Typ vom Hafen kommen würde.
Ach Gott. Das Ding ist halt, sobald ich das gemacht habe, muss ich mir dementsprechend starke Einheitengröße erreicht haben, um das überhaupt machen zu können. Unsere Burg wird angegriffen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Okay. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. So. Das Gebäude steht in Flammen. Oha. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Die haben meine Burg angegriffen, ey. Was für Schweine, ey. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Gut, ich hab eine goldene. Ich mach, glaube ich, mal ein paar Besenmacher. Gerade das letzte, was mir noch fehlt. Okay. Erstmal was kurz nebenbei trinken, ey. Das ist. Uff. Ach, der darf nämlich, das hat recht. Sehr schön. Ich denke, nach dem nächsten Angriff werde ich mal meinen Dieb losschicken. Ja, man muss nur mal vom nächsten Angriff sprechen und schon kommen sie. Schon unterwegs. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Ei! Auf euren Befehl! Auf der Stelle. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Wie ihr wünscht. So gut wie erledigt. Ich muss nur warten, bis hier keine Truppen mehr sind. Dass die den nächsten Angriff vorbereiten. So wie es vorher auch der Fall war. Das war doch ganz schön. Jetzt greifen sie mich an. Natürlich. Ich begrüße diesen Titel als Lohn für meine harte Arbeit. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Seid auf der Hut! Unser Dieb hat ein besorgniserregendes Dokument entdeckt. Die Angreifer handelten auf Befehl Trappas. Sie waren Teil eines Plans, uns in eine Falle zu locken. Welch irrsinniger Verrat!
Was kann die Domsohle nur zu solch einer Tat bewogen haben? Aus dem Befehlsdokument geht hervor, dass Trebuchets über den Hafen nach Diorat geliefert werden, um unsere Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Wir müssen die Lieferungen abfangen, sobald sie am Hafen angekommen sind. Wir müssen Unterstützung anfordern. Allein sind wir der Übermacht hoffnungslos ausgeliefert. Lasst uns eine Nachricht nach Tela an unsere Kameraden senden. Der Bote wird sich sogleich zum Hafen begeben. Wir sollten den Wagen beschützen. Ein Trebuchet ist am Hafen angekommen. Wir müssen es abfangen, bevor es nach Diorat gelangt. Die Nachricht ist sicher am Hafen angekommen. Jetzt können wir nur hoffen, dass sich genügend Krieger finden, die uns zur Seite stehen. Bis die Verstärkung eintrifft, müssen wir unsere Stadt mit Katapulten schützen. Wir sollten sie auf unseren Stadtmauern errichten. Okay, ich brauche noch einen nächsten Titel. Okay. Unser Team hat ihre Burg ausspioniert. Nun können wir sehen. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Gut. Ei. Ja, die sind schuld. Gut. Taverne brauchen wir natürlich auch noch zwei Stück. Imker habe ich jetzt auf jeden Fall gerade gebaut. Der braucht natürlich seine Zeit. Hauptsache, der läuft nicht hier lang, wo viel kürzer ist. Nein, der läuft durch den Weg. Die Regenzeit ist vorüber. Okay. Interessiert uns eh nicht mehr wirklich, wir haben keinerlei Nahrungsprobleme, also wirklich nicht. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Verstärkung, aber auch schlechte Nachrichten. Als wir uns einschifften, erfuhren wir von einem Angriff Karnas auf die Hauptstadt. Mein Vater, der Mogul, ist verschwunden. Lasst uns diese Angelegenheit hier rasch zu Ende bringen. Wir müssen zurück nach Tela. Wir werden angegriffen. Wisst ihr was ich mal machen könnte? Das ist mir gerade nämlich eingefallen. Schauen. Sprache ist ja gar nicht mal so weit oben. Ja, kein Wunder. Mein Gott. Unser Dieb wurde entdeckt. Mein Gott. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum die Sprachen so verdammt leise sind. Schon unterwegs. Oh mein Gott, bin ich doof. Es tut mir leid für diese Dummheit von mir. Egal. Aus dem Befehlsdokument geht hervor, dass Trebuchets über den Hafen nach Diorat geliefert werden, um unsere Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Wir müssen die Lieferungen abfangen, sobald sie am Hafen angekommen sind. Jawohl! Ich muss jetzt erstmal ganz runter mit dem Sold. Ich muss nämlich die Burg nochmal einmal erweitern.
Bienenstücke haben wir schon mal die Osten drin und jetzt läuft's dann. Gold kriegen wir jetzt auch langsam wieder rein. Die Bauk ausgeburgt. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Gut. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Jetzt ist es nur noch eine reine Wartesache. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh Gott. Die Mission, die fordert halt echt heftig. Aber wir haben zumindest mal das meiste raus. Also das meiste haben wir auf jeden Fall jetzt gut hingekriegt. Wir müssen halt jetzt nur noch da die Katapulte aufbauen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Ich glaube, die 75 Truppen werden erstmal reichen, denke ich. Ein Trebuchet ist am Hafen angekommen. Wir müssen es abfangen, bevor es nach Biorat gelangt. Nehmt alles mit. Dieser neue Titel wird mir von Nutzen sein. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Schon unterwegs. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Schon unterwegs. Gut, eins der Trimbusches ist da. Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Beschützt dies. Sofort. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, wie viel soll ich? 3 Stück. Passt grad so, ey. Aus dem Befehlsdokument geht hervor, dass Trebuchets über den Hafen nach Biorat geliefert werden, um unsere Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Wir müssen die Lieferungen abfangen, sobald sie am Hafen angekommen sind. Die Katapulte sollten unsere Feinde in Schach halten und ihnen einen Angriff deutlich erschweren. Die Ankunft unserer Verstärkung wird unsere Feinde in Schach halten. Dennoch sind wir nicht stark genug, ihnen im offenen Kampf die Stirn zu bieten. Vielleicht kann uns eine List weiterhelfen. Der Weg nach Amistan ist von einer Schlucht umgeben. Wir sollten uns dort einmal genauer umsehen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl! Auf euren Befehl! Diese Vorrichtung am Eingang der Schlucht lässt sich für einen Steinschlag nutzen. Wir werden den Weg unserer Feinde blockieren. Wir benötigen Steine! Sollte Kadas Heer die Schlucht passieren, bevor der Steinschlag vorbereitet ist, haben wir es mit einer deutlichen Übermacht zu tun. Wir müssen uns beeilen. Ein Karren wurde ausgesandt. So, den einen Trupp lasse ich mal da unten für das Trebuchet, das daher kommen soll. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs.
nur gerade sehr, sehr schwach gesehen, dass da was auf uns zukam, aber ich glaube, das wurde schon zerstört. Aber in der Theorie müssen wir es trotzdem geschafft haben, soweit. Hm? Wie ihr wünscht. Wurde der Baumeister zerstört, oder? Ah nee, der ist noch unterwegs. Achso, okay. Okay. Nicht aufgeben! Zum Angriff! Erbeutet, was ihr könnt! Wir sind nun bereit, den Steinschlag auszulösen. Wir sollten unseren Plan jetzt ausführen und den Steinschlag auslösen. Hoffen wir, dass unser Handeln den gewünschten Erfolg bringt. Rasch, wir müssen uns beeilen. Unsere Burg wird angegriffen. Unser Dieb wurde entdeckt. Ein Gebäude steht in Flammen. Jawohl! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hinauf und hinüber. Stürmt die Mauern. Seit wann haben wir eigentlich Bogenschützen? Nehmt die Mauern ein! Fällt mir gerade mal so nebenbei auf. Seit wann haben wir eigentlich Bogenschützen? Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber Steinschlag. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sowas da ist? Diese Barriere ist unüberwindbar. Kalas Krieger stellen keine Gefahr mehr für uns dar. Genau, das ist voll unüberwindbar so. Schon Kalas unterwegs. Sie können uns nichts mehr anhaben. Nun müssen wir uns den Verrätern aus Bihurat stellen. Jawohl. Ei. Alles klar. Jawohl. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Kadas Truppen können uns nichts mehr anhaben. Nun müssen wir uns den Verrätern aus Bihurat stellen. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Achso, wir müssen jetzt unsere Burg beschützen, deswegen. Vor, dass Trebuchets über den Hafen nach Bihurat geliefert werden, um unsere Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Wir müssen die Lieferungen abfangen, sobald sie am Hafen angekommen sind. Ein Trebuchet ist am Hafen angekommen. Wir müssen es abfangen, bevor es nach Bihurat gelangt. Okay. Sehr gut. Die Trebuchets konnten ihren Bestimmungsort nicht erreichen. Sie stellen keine Gefahr mehr für uns dar. Oh. Gut. Ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Alles klar. Kommen die von der Seite ernsthaft jetzt? Auf die Mauern, Männer! Erklimmt diesen Wall! Ah, ich hab die Leute hier, die kommen, glaube ich, von Saraya. Stürmt die Mauern! Jawohl! Ei! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs.
Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ja gut. Ich hoffe mal, dass die Schützen einigermaßen was ausrichten können. Auf die Mauern, Männer! Stürmt die Mauern! Das hat fast schon ein bisschen zu weit weg. Nehmt alles mit! Angriff! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ich muss die Burg zurückziehen. Angriff! Vorwärts! Schießt mal bitte auf die Bogenschützen, bevor ihr euch alle, abschießen lasst. Nein, der erste von unseren Leuten ist gestorben. Zumindest von den Bogenschützen da. Wir werden angegriffen! Oh Mann, schon wieder einer. Okay. Hauptsache der Holzfäller hier kriegt da voll, voll die Schlacht mit, ey. Ein Fischer findet keine Fische. Schon unterwegs! Oh je, der arme Fischer, ey. Ein Wagen schon unterwegs. Dann ist zu uns unterwegs. Schon unterwegs. Der arme Fischer, der hat keinen. Ja, ich meine, das sind natürlich harte. Ihr habt uns gerettet und uns aus der Sklaverei befreit. Wir stehen tief in eurer Schuld. Saraya, diese Schlacht haben wir gewonnen. Doch der Krieg ist noch lange nicht vorüber. Bis diese armen Siedler sicher zurück in ihre Heimat ziehen können, steht uns noch ein langer und beschwerlicher Weg bevor. Dieser Weg führt nach Tela. Ich muss meinen Vater finden. Er verhält sich so merkwürdig. Sein Verschwinden erfüllt mich mit großer Sorge. Lasst mich mit meinen Gedanken allein, während ihr unseren Abzug vorbereitet. Meine Tochter, ich bin gekommen, um dich vor diesen Eindringlingen zu retten. Kana wird uns beide beschützen. Komm, lass uns von hier verschwinden. Vater, nein! Was ist mit dir? Du begehst einen großen Fehler. Okay. Jetzt wissen wir auch Bescheid. Vegetarierwertung wieder über 50% passt. Ja, also. Almirabad ist unser nächstes Ziel. Und holy shit. Also wir sehen schon, es werden wahrscheinlich nicht so viele sein. Es wird wahrscheinlich als nächstes dann nach oben gehen. Hierher vielleicht. Keine Ahnung. Aber holy shit, ey. Die Missionen, die werden immer härter, ey. Also, huh. Aber okay. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen, Likes und Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Part. Oder auch nicht. Bye.